Oh Gott, 6 richtige. So, so. Dann brauchen wir nur noch die 3. Und fertig. Und damit reisen wir weiter. So, das ist, glaube ich, unser letzter Sprung in dieser Zeitkurve. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Mein kleiner Junge wird so schnell erwachsen. Mein Gott, und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihn dann auch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Er endet immerhin auf A. Joe A. Joe A. Julie klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Eifersüchtig? Oh ja, extrem eifersüchtig. So, die Uhr tickt. Also fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einem in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Jo, gibt schon mal einen Memory Link. Auf der Couch Platz nehmen gibt auch einen. Eingelegte Oliven? Och nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Jo. Eine tickende Uhr. Gucken wir erstmal nach oben, weil ich habe so das Gefühl, der Football ist das Memory-Fragment, also das Memento. Diverse Bücher mit unleserlichem Titel. Ja, fehlt ja nur noch eins. Und gut, sein Zimmer. Und wie gesagt, der Fußball müsste das Memento sein. Und ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, hier stehen Stockbetten. Achtet mal auch da drauf. Ja, und wir haben ein neues Sprungmemento mit dem Vogel. Oha. So, erstmal so. Dann die beiden. So. Hat geklappt. Und dann mal weg hier. Und nichts. Bah, es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Was zum Teufel ist das? Die große Wolke auf Doom, würde ich sagen. Seine nächste Erinnerung. Schön, aber warum sieht's hier wie in Laputa aus? Gute Frage. Die Erinnerungen verbinden sich nicht richtig miteinander. Also ja, Laputa ist, war einer der ersten Filme der Ghibli Studios. Ich glaube, der zweite war's. Erste oder zweite sogar. Muss sich wohl um eine Fehlfunktion der Maschine handeln. Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unser IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Na, danke.
Egal, halb so schlimm. Die Teenagerzeit haben wir ja abgespeichert. Damit könnten wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde ihm nichts über das hier erzählen. Sagen wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das war's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Ladies first. So schade, ich hätte gern mehr erfahren. Zweiter Akt. Meeren von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen, aber Sie brauchen volle Konzentration. Und das ist alles, was ich alter Narr weiß. Tja, tut mir leid, ich bin wohl keine große Hilfe. Da muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Wunsch mit ihren frühesten Kindheitserinnerungen verbinden. Dann legen wir den Schalter um und viola, im Handumdrehen stehen sie auf dem Mond. Ich habe eine Frage. Wenn sie Lily verschwinden lassen können, dann bedeutet das, sie können diese Welt verändern. Warum tun Sie das nicht einfach noch einmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt? Das würde funktionieren, wenn dies Ihre wahren Erinnerungen wären. Was soll das heißen? Was ist das hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie, eine Leinwand, auf der wir arbeiten, wenn Sie so wollen. Was Sie selbst angeht, Sie sind nur ein Algorithmus, abgeleitet aus Johnny. Gut genug für ein Abbild von ihm, aber längst nicht vollständig. Alles, was wir tun können, ist, dieses Bild auf logisch schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann Ihren Wunsch in Ihre Kindheit übertragen, generiert die Maschine ein neues Leben für Sie, eines, in dem dieser Wunsch Ihr Verhalten bestimmt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann in das Gedächtnis des Echten schon. Sie sehen also, selbst wenn Sie zufrieden mit uns sind, bleiben Sie doch nur ein Read-Only-Programm. Ich meine, wir könnten Sie resetten, so oft wir wollen, und das reicht. Ach, sei nicht so empfindlich, er ist eh nicht real. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du dir dann überhaupt die Mühe, es ihm zu erklären? Ich versuche nur Zeit zu sparen. Gehen wir. Doktor? Ist es das, was ich wirklich bin? Ah, die Arbeit einer ganzen Nacht. Ja, unsere unsere Mementos, die wir gesammelt haben, in der jeweiligen Stufe. Nur eben, dass ganz hinten fehlt. What? Was zum... Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann es nicht leugnen, ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll, aber ich habe Angst vor der Antwort.
Ziehen wir es durch. Ich komme mir in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist, seinen Wunsch von der spätesten Erinnerung zur frühesten zu transferieren. So, Bewegung. Zwei passende Momentos müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Also müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Ja, das war schon mal richtig. Wenn wir hier jetzt leider drehen, dann verschwindet das wieder. Also müssen wir mal gucken. Wir brauchen den Hasen. Nein, wir brauchen... Doch, wir brauchen leider den Hasen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir nutzen können? Na, wir können den Hasen nach unten drehen. Und dann können wir das nach unten drehen, so. Toll, jetzt haben wir wieder... Hefe, guck mal. Om nom nom nom. Im Ernst? Ja. Futtern wir sein Hirn auf. Warum nicht? Hier wäre es die Uhr. Das heißt, es müsste auch hier die Uhr nach unten kommen. Das heißt, hier müsste eigentlich das Buch nach unten. Ah, so, das reicht schon. Es muss keine durchgehende Verbindung sein. Ding, so, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit, auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch, ich bin immer bereit. Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first. Diesmal nicht süße. Ja. Sieht so aus, als wäre dieser Abschnitt noch gleich. Lass uns woanders nachsehen. Was ist mit diesem Abschnitt? Ja, im Himmel, hier ist auch alles gleich. Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Erinnerungen, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach noch einmal passiert. Sie sind exakt gleich. Unmöglich, das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch wurde es. Ja, wieder neue Musik. Okay, das kann aber nicht stimmen. Wie könnte dann alles gleich geblieben sein? Machen wir die Probe aufs Exempel. Wir brauchen die letzte verfügbare Erinnerung. Ja, das wäre dann hier. Dies ist dieselbe Umgebung wie in der letzten echten Erinnerung, auf die wir Zugriff haben. Ich kann nicht behaupten, dass ich komplett begeistert davon bin, wie das hier läuft. Jo. Johnny.
Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Déjà-vu schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Wurzel und das ist... Was? Ich sage es nicht zweimal. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Frieren auch ein. Nun? Warte hier, ich gehe jetzt und sende das Verlangensignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas ändert. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nicht mal ein bisschen. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht, warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht braucht es einfach etwas Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen früheren Erinnerungen, so wie früh wir zurückgehen können. Dann los. Joyce Wunsch zum Mond zu fliegen braucht etwas Stimulation, hm? Also dann. Was zum... An der Kasse haben sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Also ja, ein Film über Mondlandungen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Zum Mondliebling. Oh, Henry. Oje, ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendwas geändert hat. Also, Zeitsprung. Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern platt sitzen musstest, Kleiner. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Also erstmal sie aus dem Weg räumen. Lilly? Ja. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Also hat sie dir eine Zyklopädie ins Gesicht geschmissen. Na, hat sie. Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Moment mal, das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Hey, nicht drängeln. Moment mal. Das ist keine echte Änderung, das ist... Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy. Ja, tolle Musik. Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturns zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat,
Wer sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein glücklichster Moment. Was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal das klitzekleinste bisschen? Nein. Nun, als Offizier der NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um die Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,524 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss, Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung, reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen, besonders dann, wenn ihr brünett seid. Bots. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht erneuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Hm, ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre... Tja...